Ulrich Abbé ist gerade dabei, sein jüngstes Meisterwerk zu vervollständigen. Ein Porträt des früheren Präsidenten von Burkina Faso, Thomas Sankara. Wie bei all seinen Bildern verbindet der Künstler die Farbe mit zwei ungewöhnlichen Zutaten, Kaffee und Kakaopulver. Mit meiner Arbeit will ich all denjenigen Anerkennung verschaffen, die im Verborgenen hart arbeiten, um uns zwei der grundlegendsten und wertvollsten Produkte unseres Landes und unserer Wirtschaft zu liefern. Das sind die Botschaften, die ich durch meine Kunst vermitteln will. Mit seiner Kunst versucht Abbé, Themen wie kulturelle Identität und Migration zu erkunden. Seine Gemälde verkaufen sich inzwischen für 520 US-Dollar und mehr. Seine erste Ausstellung will der Künstler im September dieses Jahres eröffnen.